Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar zu Let's Play Fallout 4. Und ich hoffe, die Musik im Hintergrund ist so leise, dass YouTube das nicht mitbekommt, wenn ich jetzt auch die ganze Zeit einfach mal drüber rede. Denn ich denke, sonst wird das Video einfach mal gesperrt. Ja. Das Intro ist schon mal... Wow, also Gänsehaut. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe das Spiel heute bekommen. Konnte nicht preloaden. Hab die CD gehabt, eingelegt und dachte, Mensch, das wird jetzt nicht lange dauern, da kannst du spielen. Tja, 5 GB installiert von der CD aus. Upp. Den Rest downloaden. 20 GB. Oh, kein Problem. Na gut, ich werde mir jetzt einen Charakter schneller stellen. Das werde ich so ein bisschen überspringen, also beschleunigen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir richtig im Spiel sind. Also bis gleich. Was ist das?
Schaut euch an. Also ich denke, wir sind soweit jetzt fertig und ich muss wieder schnell drüber reden, damit die Musik mich nicht stört. Also drücken wir jetzt Enter für erledigt. Charakter bestätigen? Ja, bitte. Die haben mich noch nicht nach dem Namen gefragt. Okay, oh, erstmal Pause. Einstellung, Audio, Musik. Ich werde die erstmal anlassen, aber ziemlich weit runterdrehen. Speichern. Es ist immer noch ziemlich laut, warum? Ah, hier Radio. Sag das doch, Kinders. Können wir die Musik auch wieder hochdrehen? So. Ich verstehe es gerade nicht. Warum ist die Musik immer noch so laut? Stimmt, das ist hier ein Effekt oder so. Du musst das Radio finden und ausschalten. Also los geht's. Okay, gut. Wir sind sicher. Ja, Radio gehört mit zur Musik. Mit zum Spiel. Die Musik gehört hier mit zum Spiel. Aber dafür kann ich nichts. YouTube ist halt so. Werden wir uns hier erstmal ein bisschen umsehen. Also wir sind jetzt noch vor dem Fallout. In unserem kleinen Familienhäuschen. Braxo, wenn's richtig sauber werden soll. Und unser Charakter redet. Wir können auch in Third Person gucken. Also ja, das ist jetzt soweit mein Charakter. Also. Ich frage mich, wann wir dem einen Namen geben dürfen, weil noch war ja nichts. Außer ich hab's verpeilt. Kommen wir hier nochmal ran? Nee. Hey, Schatz. Ich beeil mich ja schon, keine Sorge. Mit Nora reden. Nora ist unsere Frau. Guck mal, da ist unser kleiner Sohn. Hallo, Sean. Joa. Kann ich das anmachen? Ja. Schlaf, mein Kleiner. Dasselbe Lied kam auch in Fallout 3. Ja. Wie süß. Kann ich den hochheben? Hm. Wieso liegst du denn auf dem Boden, Mr. Teddybär? Ich kann ihn nicht hochheben. Das Special-Buch. Was schon wohl machen wird, wenn er erwachsen ist. Da hat man sich damals in Fallout 3 seine Eigenschaften eingestellt als Baby. War eine schöne Idee. Was haben wir hinter der Tür? Ach, das ist nur ein bisschen Zeug, was wir jetzt gerade nicht brauchen. Essen und so, oder? Ist das müßig? Cheese? Irgendwas Cheese? Blanco Mac and Cheese. Insta-Püree. Ach, Insta-Püree. Fetzi-Letzkuchen. Blanco Mac and Cheese. Mindestens haltbar. Da ist es. Für immer. Mindestens halt mal für mal, alles klar. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Das ist ja lieb von dir. Wo ist die Zeitung? Das sieht aber nicht aus wie Zeitung. Grognack Comic. Mensch, Grognack der Barbar. Grognack der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Oh ja, die Fledermausbabys. Cotsworth.
Gib mir meinen Kaffee, bitte. Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Ach, da steht er. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem Plan. Wie geil ist das denn? Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Sugar Bombs. Zuckerbomben enthalten 100% der täglich empfohlenen Zuckermenge. Danach also kein Zucker mehr essen, sonst ist vorbei. Oh, die Milch wurde geliefert. Ein Voltec-Kalender. So, jetzt können wir auch mal hier die Zeitung lesen. Immer nur das gleiche Zeug. Was haben wir denn für ein Auto? Ui, schick. Wir haben uns gegönnt. Das ist die alte Stimme, der damals in Teil 3 gesagt hat, Krieg bleibt immer. Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Oh nein, nicht schon wieder ein Vertreter. Guten Tag. Guten Morgen. Ja. Ich komme von Voltec. Sehr schön für dich. Voltec, was war das nochmal genau? Voltec, was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Voltec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker, kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Tja, das ist ja schön. Also ich freue mich richtig, dass Sie hier sind. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Das ist aber schön, aber ist da denn auch genug Platz für mich und meine Familie? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Was? Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Tja. Ja, okay. Aber wir möchten erstmal mehr wissen darüber. Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Na dann, okay, dann bin ich dabei. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Ah, okay, jetzt kommt das Skillpunkte verteilen. Also ich habe mir Gedanken gemacht, ich habe ja Fallout 3 schon gespielt. Und ich war immer so der Gewehrtyp und Chesserknacken, sowas eben. Jetzt nicht so der schwer gepanzerte Megakrieger oder der super geheime Schleicher, eher so ein Zwischending. Deswegen müssen wir mal gucken. Beweglichkeit war damals wichtig. Wie gut du schleichen kannst. Oh, was Ausdauer war, ne? Ich muss gucken. Bestimmt die Waffenpräzision im VATS. Präzision im VATS klingt schon mal gut. Beweglichkeit, wie gut ich schleichen kann, klingt auch gut. Intelligenz. Der wird bestimmt, wie viele Erfahrungspunkte du erhältst. Boah, Stärke repräsentiert deine rein physische Kraft. Der Wert bestimmt, wie viel du tragen kannst und wie viel Schaden deine Nahkampfangriffe verursachen. Nahkampfangriffe wird nicht so wichtig sein, aber ich muss viel tragen können. Weil Looten und Leveln, das muss drin sein in dem Spiel. So sieht's nämlich aus. Müssen wir nicht so viel Ausdauer, steht für deine physische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Ja, Sprinten ist cool, Gesundheit ist auch sehr cool. Deswegen nehmen wir hier auch ein paar Punkte rein. Charisma. Verdammt, das ist für, das will ich alles haben. Charisma ist für mich auch recht wichtig.
Dann machen wir das so. Ach, jetzt habe ich keine Intelligenz. Verdammt. Ist gar nicht so einfach. Stärke brauche ich nicht so viel. So. Glück. Qualität gefunden an Gegenständen. Glück, das ist auch schön. So. So. Ach, zwei. Ich fühle mich jetzt so dumm wie Brot oder so. Im VATS. Ich werde vielleicht auch viel alleine schießen. Lieber noch ein Punkt Intelligenz. Glück 2 reicht, glaube ich, mir erstmal vollkommen aus. Also ihr merkt, ich bin da ein recht ausgeglichener Typ. So, wie sieht's aus? Mit annehmen. Okay. Ach, da oben steht Name, okay. So wie ich gehört habe, sind Namen vertont. Viele beliebte Namen. Und ich glaube, Mojo zählt dann nicht darunter. Aber ich werde einfach meinen richtigen Namen eingeben. Wir heißen einfach Philipp. Ich bin Philipp. So. Und jetzt sind wir durch. Nein, Enter. Philipp. Ja, ich werde so geschrieben. Ganz einfach, Philipp. Ah, nee. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Ja. Herzlichen Gut, Glückwunsch. Danke. Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Ja. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Mann, sind wir charmant. Oh. Sean ist gewickelt. Aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sich so gut beherrscht. Du hast kurz was gehört. Los. Nora, gib ihr väterliche Zuwendung. Ihm. Nicht sie, ihr. Ist ein Sohn. Wusste ich. Hallo, Sean, hä? Mein Kleiner. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Okay, ich mag's auch. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Das Parking klingt sehr gut, finde ich. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Cotsworth, mach mich nicht unglücklich. Hast du was angebrannt? Hast du was kaputt gemacht? Ja, gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partner scheint anscheinend abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Oh, oh. Mein Gott. Standby. Wir müssen zum Vault. Wir müssen weg. Sofort. Ja. Ich hab schon. Gehen wir. Na dann aber los. Könnt ihr bitte vorgehen? Wenn Sie registriert sind, euch vor, wir müssen begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Über die Grafik haben sich viele Leute beschwert in dem Spiel. Ich find's geil. Alles gut. Es wird alles gut. Ich werde dafür sorgen, dass alles gut wird. Und ansonsten prügel ich die alle weg und schieb uns da in die Vault rein. Komm, Nora. Zügig, zügig, zügig. Alle Wortbewohner dort weg. Das ist absurd. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können nicht schießen. Ich muss rein. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind. Wir werden sterben. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Und wir sitzen hier fest. Okay, danke. Viel Glück, Mann. Sehr gut. Sie beide. Möge Gott uns helfen. Was wird aus all den Leuten vor dem Tor? Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Nora, es ist schön, dass du dich auch um die anderen kümmerst, aber wir müssen uns gerade auch um uns selbst kümmern. Sir, wir müssen Sie runter in den Boot schicken. Treten Sie bitte auf die Plattform. Ja, ich trete auf die Plattform. Komm, Nora. Und runter, alle da. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Fuck! Lass den Fahrstuhl runter. Lass es runter. Festhalten! Geht das nicht schneller? Oh.
Das nenne ich mal dezent knapp. Alter! Du, ich hab grad Gänsehaut. Hihi. Geschafft. Ja, es ist alles gut. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später... Und nein, wir wären alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wie soll man nicht daran denken? Alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Okay. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es überlebt. Die Frage ist, sind das jetzt alle, die hier unten sind? Weil das ist ziemlich wenig irgendwie. Männlich. Entschuldigung. Die Treppe gehen Sie bitte hoch. Weiter. Okay, tut die mir Treppe leid. Hoch. Durch die Tür. Männlich. Voltec ist für Sie da. Weiblich. Alle neuen Bewohner gehen bitte raus. Männlich. Ja, das stimmt. Weiblich mit Kind. Nach vorne bitte. Okay, hier kriegen wir anscheinend jetzt unsere Voltsachen. Was ist das? Ist es gut, wenn ich hier drin stehe? Nehmen Sie einen Voltanzug und gehen Sie durch den Gang. Jeder bekommt jetzt einen Voltanzug. Mrs. Abel, bitte gehen Sie. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Treten Sie an den Tisch heran. Ein Voltanzug. Ist alles okay. Wir kriegen jetzt unseren Voltanzug und dann setzen wir uns erstmal in Ruhe hin und reden über alles. Danke. Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Bekommt Dora keinen Voltanzug? Folgen Sie mir. Achso. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Das sieht schick aus. Die anderen sind natürlich auch großartig. Und sicher. Vor allem sicher. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, Sir? Was wir hatten. Meine Eltern sind unten in D.C. Oh Gott, Schatz. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Medizinische Vorkehrung. Ich streiche alle die von der Liste. Kryo. Dass er nicht nur bequem ist, Kryo. Bereit für die Zukunft, oder? Oh nein. Können wir nicht einfach nochmal hier unten leben? Ich will mich nicht einfrieren lassen. Bitte nicht. Entschuldigung. Betreten Sie den Raum, wenn Sie soweit sind. Alles wird gut. Und wie soll sie mit Kind da reinpassen? Siehst du? Schatz. Hilfst du mir mal? Ja. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Ja. Da ist er, siehst du? Ja, ich bin da. Aber ist ganz in der Nähe. Okay. Ist alles okay. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Okay, Wort, Anzug angezogen. Es folgt eine Entseuchung, Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Sicher. Wir sehen uns in ein paar Jahren. Normal. Vorgang abgeschlossen. In 5. Und gute Nacht. 4, 3, 2, 1. Oh Mann. Wow. Mach sie auf. Nein, nein, nein. Was hast du vor, mein Freund? Fast. Alles wird gut. Komm her. Komm her.
Lassen Sie den Jungen los. Wow! Ich sage Ihnen das nur einmal. Nein, 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 nein. Sie kriegen meinen Schorn nicht! Nein. Dein Gesicht merke ich mir. Okay. Ja, komm her. Was hast du gesagt? Der wird kriegen. Der hat gerade... Hat der... Dieses... Okay. Aufgabe gesetzt. Komischen Idioten mit Hackfresse töten. Der hat unsere Frau getötet und unser Kind entführt. Wer war der Typ? Sie könnte noch leben. Sie wurde angeschossen und sofort wieder eingefroren. Wenn wir Glück haben, lebt sie noch. Steh auf. Wir müssen Nora retten. Nora. Komm schon. Das muss doch irgendwie aufgehen. Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Ach du Scheiße. Ich finde den, der das getan hat. Das, dann hole ich schon zurück. Versprochen. Kannst du Gift draufnehmen. Oh Gott! Warum soll der Vault-Hack das tun? Sind die alle tot, oder? Ich kann die ganze Zeit... Dann lasse ich sie halt zu. Ich muss jetzt erstmal den Typen finden. Die Frage ist, wie lange habe ich jetzt weitergeschlafen? Also, wie weit ist der weg? Hier sind auch noch ein paar Kryokapseln. Die kann ich aber alle nicht aufmachen. Da sind doch einige Leute unten. Oh, hier ein Vault. Überwachungsterminal. Vielleicht sind die hier Kameras. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle... Und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Ist nicht gut. Lebenserhaltungssysteme. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Oh! Ich glaube, das soll mir so viel sagen, wie wir müssen hier raus. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Vereinzelte manuelle und ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Ich kann gar nichts mehr steuern. Kapselinsassenstatus. Wie heißen wir mit Nachnamen? Nora, wo ist denn Nora? Warum ist Nora hier nicht drin? Verstorben, Todesursache, ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Die sind alle erstickt. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Todesursache, ersticken. Nee. Aber warum haben wir überlebt? Warum sind wir der einzige Überlebende? Wildfield, die haben wir noch gesehen. Ersticken. Das sind alle die, die hier drin sind wahrscheinlich. Ja, da brauche ich gar nicht weiter gucken. Die sind alle erstickt. Ach du Scheiße, wir müssen nochmal zurück. Mal gucken, was bei Nora steht. Erschossen durch Vollidioten. Insassen. Lea, das bin ich. Ne, hier, Nora. Nora, Sean und Philipp. Philipp bin ich. Manuell Übung der Kapsel. Ach so, ja, die konnten wir ja so aufmachen. Ferngesteuerte Programm aktiviert. Okay, ja, da sind wir raus. Der Rest auch erfroren. Nicht erfroren, erstickt. Tja, dann werden wir mal unseren neuen besten Freund suchen gehen. Der wird uns doch kennenlernen. Unzugänglich. Okay, dann müssen wir wohl hier lang. Der wird mich kennenlernen, das könnt ihr wissen. Wow, Red Kakerlaken. Wir haben nicht mal eine Waffe, wir brauchen eine Waffe. Stimpak. Stimpak ist schon mal gut. Ach, guck mal, wenn man drauf zeigt, wird gleich angezeigt, was drin ist. Aber Zigarette, Klemmbrett ist jetzt nichts, was ich groß haben will. Nein, nein. Vorkriegsgeld. Vorkriegsgeld war immer gut. Sonst ist hier nichts mehr. Also keine Waffen. Das ist ungünstig. Okay, warum sollte man auch hier runter in die Waffen bringen? Das wäre, glaube ich, ziemlich sinnfrei. Hier geht es ja drin darum zu überleben und nicht sich gegenseitig zu töten. Waffen haben wir, glaube ich, oben genug. Maus 1 zum Angreifen. Oh Gott. Okay.
Wir haben einfach mal die Kakerlake. Kakerlaken? Was zum Teufel? Tja, das ist eine gute Frage, nicht? Warum sind die Kakerlaken so riesig? Stange Zigaretten, Schachtel Zigaretten. Zigaretten. Das ist sehr gut. Wo gibt es noch nach der Apokalypse Zigaretten? Das kann man wahrscheinlich sehr gut verkaufen. Aufseher Memo. Aufseher ist der Typ, der hier so alles überwacht. Das wisst ihr aber wahrscheinlich schon, wenn ihr das Let's Play guckt. Der kümmert sich um alles. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Ja. Ich bin immer verantwortungsvoll. Weiter, danke. Top 10? Hä? Willkommen. Was ist das? Verstehe ich nicht. Okay. Band abspielen. Ach, und ein Mario-Abklatsch. Okay. Oh. How high can you get? Und der wirft mit Atombomben? What? Oh. Nein. Ich habe keine Zeit für ein Spiel. Meine Frau wurde erschossen und mein Kind entführt. Aber wir können es mitnehmen. Für später. Einsame Momente. Können wir damit leicht überbrücken. Hier gibt es eine Dusche. Duschen will ich nicht, aber... Oh, hier können wir was trinken. Regeneriert das Leben? Sieht nicht so aus. Ja, wir haben einen ganz kleinen Schnibbus da abgezogen gekriegt. Hallo? Oh, wir sollten, glaube ich, nicht in die Nähe der Reaktoren kommen. Dann zeigen wir, glaube ich, eine Reaktion. Aha! Es sind aber noch mehr Red-Kakerlaken hier. Vielleicht kann ich euch ja auch mal das VATS zeigen. Okay, hier wurde jemand gebrutzelt. Was? V ist nicht? What? What? Nein! Oh nein! Ich wollte auch nicht das Stimpack benutzen. Ich komme mit der Steuerung hier noch nicht so ganz klar. Aber V ist schon mal nicht VATS. Das hat mich jetzt dezent verwirrt. Wo sind alle? Warte mal, skelettiert? Also bis so jemand skelettiert ist, denke ich, dauert das eine ganze Weile, oder? Also wie lange waren wir verdammt nochmal hier unten drin? Links, halt für extrem starken Angriff. Werden wir mal extrem starke Angriffe ausführen. Unsere ganze Wut auslassen an den Kakerlaken. Oh, simpel. Sehr gut, eine Waffe. Gut, jetzt heißt es, Mörder finden. Und das ist noch eine Waffe. Wenn ich ihn in die Hände kriege, der ist so dran. Was ist das denn? Ned, dich hole ich mir später. Regulator? Ein Sperrenmeister. Dich hole ich mir später, ja, bestimmt. Hast du einen Schlüssel dafür? Ist das alles, was noch übrig ist? Ich werde mir hier so eine Brille mitnehmen. So im Alter sieht man ja schlecht. Hier gibt es nichts, in der anderen auch nicht. Aber wir haben hier was gute. Ach so, das sind gut erhaltene Zigaretten. Das ist ja. Oh, okay, im Spiegel sind Stimpacks. Es lohnt sich also, sich gut umzugucken. Hier gibt es einiges an Sachen. Was haben wir hier? Haarklammer. Das brauchen wir, um Schlösser zu machen. Können wir jetzt? Ach nee, das ist ein Meisterschloss. Das bringt, glaube ich, nichts. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Terminal haben wir hier. Okay, dann mal sehen. Willkommen bei Termling von Robco Industries. Weitungsstufe nur für Aufseher. Ich bin natürlich der Aufseher. Anweisung für Aufseher. Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Aufseher. Verstoß VTP 01011. Ich glaube, es interessiert dir kein Schwein mehr. Wort 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardio-opulamonaler was kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Voltec-Techniker. Langzeitwirkung des Scheintods. Mhm.
Unter keinen Umständen darf der Schlafzustand unterbrochen werden. Dies schließt die Anwendung lebensrettender Maßnahmen ein. Ihre Mitarbeiter werden als entbehrlich angesehen. What? Insubordination? Aha. Oder vorzeitiges Aufwecken werden als kapitale Verstöße angesehen. Ungenutzte Kryokammern werden bevorzugt zur Entsorgung sterblicher Überreste verwendet. Okay. Irgendwie nicht so sehr Schutzbunker, eher so Testlabor. Schön. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf ein grünes Licht warten. Das ist das Ding da hinten im Schrank, den müssen wir noch irgendwie aufbekommen. Aufseher-Logbuch. Vorbereitungen. Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tech-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Ja, vielversprechende Zukunft, das wollen wir erstmal sehen, wenn wir hier raus sind. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Das hört sich an wie ein Deutscher. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Sind das wir? Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Das glaube ich. Obwohl ich schon ein bisschen was in Frage gestellt habe da. Systemdefekt. Oh, ich lese da unten weiter rein. Oh Gott. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Objekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute einen Fehler in Vault-Techs externen Überbrückungssystem. Hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Die sind dann einfach auch noch abgehauen? Vorräte waren knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung zu früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Schien nicht gut geklappt zu haben. Denn als nächstes kommt der Punkt Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Türen öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen. Wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Okay. Wurden dann wahrscheinlich einfach getötet. Wie nett. Der Personal-Evakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokoll zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend dann versiegeln. Bitte wahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf, wenn Sie sich an Ihren Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Dann mal raus. Mann, ich will den mitnehmen. Abgeschlossen. Habe ich mitgekriegt. Ist aber auch nirgendwo ein Schlüssel gewesen. Ist das ein Kühlschrank? Nee, ein Spind. Oha, hab ich fast vergessen. Gut, Freunde, ich würde aber sagen, das war's für die erste Folge. Und dann sehen wir uns das nächste Mal in der Apokalypse. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.